Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem Mini-Commentary auf diesem Kanal. Heute Sachen, die sacken in Battlefield 3. Es gibt wirklich für mich nur eine kleine Sache, die mich wirklich sackt an Battlefield 3, nämlich Team Deathmatch. Team Deathmatch ist ein toller Spielmodus in diesem Game, aber was man wirklich überarbeiten muss, ist das Spawn-System. Oftmals geschieht es wirklich, dass du dich wunderst, woher die Gegner wiederkommen. Erinnert manchmal schon fast an Modern Warfare 3, aber ich will nicht übertreiben. Es gibt wirklich wenige Sachen, die an Battlefield 3 scheiße sind. Die meisten Sachen, die wirklich an Battlefield 3 Mist sind, sind Sachen, die einem selber persönlich nicht gefallen. Und das sind manchmal so Sachen wie zum Beispiel, dass sich die Jets so träge anfühlen und nicht so so Arcade-lastig sind. Oder zum Beispiel auch, dass der Shopper-Gunner viel zu träge wirkt für manche. Ich habe auch auf anderen Internetseiten geguckt und es ist wirklich so, das meiste, was an Battlefield 3 kritisiert wird, sind zum Beispiel Sachen wie, dass die haben, wie es keine Hupe oder so haben. Und das sind wirklich nur private Meinungen von Leuten. Es gibt kein FMG 9 Akimbo, was jeden zackt, was wirklich auch unfair ist. Zum Beispiel gestern wurde ich mit einer Kugel davon weggehauen. Zum Beispiel PP 90 M1, Attentäter. Es gibt so viele Sachen in Call of Duty Modern Warfare 3, die einfach nur sacken. Das hat ja auch German LPK schon mit seiner Community besprochen. Es ist wirklich so. Deswegen will ich von euch wissen, was euch noch einfällt, was an Battlefield 3 einfach sackt. Denn mir fällt wirklich nur das eine Spawn-System ein. Mehr wirklich nicht. Das Spiel macht so vieles richtig und so vieles auch perfekt, dass es schon fast übertrieben ist. Ich habe mir mal einfach gestern die Liste angeguckt über den Patch, den sie rausgebracht haben, die 1,08 GB. Das ist wirklich krass. Es sind zwei DIN A4 Seiten ungefähr. Die patchen wirklich fast jede Waffe, auch die USAS 12, obwohl ich nicht meine, dass da was am Schaden geändert wurde. Die haben an Fahrzeugen haben sie was geändert. Die haben wirklich an jeden Scheiß haben sie was geändert. Und das ist wirklich geil. Und Call of Duty Modern Warfare 3 wird im Leben nicht etwas patchen, weil es dann ja wirklich für Skill-Leute wäre und nicht dafür, dass dem Mainstream auch gefällt und den Anfängern und den Lowbobs und den Kacknoobs. Mir fällt nichts mehr ein. Und ja, das finde ich einfach toll, dass sie jetzt diesen riesigen Patch rausgebracht haben. Was mich ein bisschen gesackt hat, ist einfach, und das muss ich mal ganz klar sagen, dass ich mir Back to Kaken nochmal runterladen musste. Und ich muss ja sagen, Augenzwinker, virtuelles Augenzwinkern. Ich habe mir das ja natürlich alles gekauft. Ja, habe ich alles gemacht. Ist doch selbstverständlich, oder? Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich von diesem Mini-Commentary. Und ja, erfreut euch an der neuen Folge von Redman Unlocked. Ciao, Leute. Und ja, gebt mir eure Meinung noch dazu.